Hallo, ich bin die Daniela. Und ich bin der Erich. Und wir sitzen da vor unserem Schwimmteich. Eigentlich unser liebstes Stück, was wir sie je gemacht haben. Also eigentlich sind wir in der Stadt aufgewachsen und sind vor ca. 25 Jahren aufs Land gezogen. Und wir lieben eigentlich immer schon das Wasser und haben sich halt irgendwann dann überlegt, was machen wir, dass wir auch daheim ein bisschen schwimmen können. Und da wollte man eigentlich jetzt nicht unbedingt einen Swimmingpool haben, der was halt überdacht ist, sondern durch das, dass wir halt wirklich relativ viel tauchen gehen und da auch sehr viel Natur natürlich dementsprechend auch sehen und auch die Tiere im Wasser dementsprechend lieben, haben wir gesagt, machen wir das Natürliche, und da ist uns der Schwimmteich eingefallen. Natürlich war da früher gar nicht zum dran denken, dass man sich vielleicht sowas leisten könnte. Und dann haben wir überlegt, naja, einen Swimmingpool oder vielleicht einen Jacuzzi, den was man das ganze Jahr nutzen kann. Und haben sie dann entschlossen, einmal mit einem Jacuzzi anzufangen. Und mit dem sind wir nach wie vor zufrieden. Aber natürlich, man kann nicht drinnen schwimmen oder sonstige Sachen oder sich abkühlen. Das funktioniert dann nicht. Aber für den Winter und für den Frühling und für den Herbst eine perfekte Lösung. Und für den Sommer natürlich. Jetzt beim Schwimmteich haben wir das Ganze natürlich super ergänzen können. Also wir haben circa vor 10 Jahren angefangen, dann unseren Schwimmteich zu planen und haben unseren Plan dann erst 5 Jahre später in die Tat umgesetzt. Wir haben uns voll viele Schwimmteiche angeschaut, wo sie jetzt sehr viel begrünt sind und mit Pflanzen dementsprechend drinnen, und war eh alles recht schön, aber irgendwie hat uns die Arbeit immer viel abgeschreckt. Also wir haben dann gefragt, und wie viel Arbeit ist das? Wir haben wirklich Stunden aufgewendet, die was ich eigentlich ja, zum Boden verwenden möchte, nur dass den Schwimmbecken sauber halten. Und dann haben wir gesagt, nein, das kann jetzt nicht unbedingt die Lösung sein. Damit immer wieder weitergesucht und weitergesucht, was wir eigentlich im ersten Moment gar nicht glauben haben können, ohne Technik, ohne Pflanzen dementsprechend so einen Schwimmteich zu erhalten. Erst haben wir sich gedacht, naja, das kann wahrscheinlich nicht wirklich funktionieren, aber was so ist. So die normalen Schwimmteiche, die werden also gebaut zwischen 3 und 4 Meter Tiefe. Wir haben uns dann eingebildet, dementsprechend einen Schwimmteich mit 6 Meter Tiefe zu bauen, haben aber dann erklärt, dass wir halt dementsprechend tauchen in dem Sinn und da auch den einen oder anderen Schnuppertauchgang drinnen machen möchten, und das natürlich bei 3-4 Meter ein bisschen unspektakulär ist und auf 6 Meter halt doch schon ein bisschen ein Druck auf den Ohren entsteht und dass man das einfach auch ein wenig verspürt, wie das Tauchen dementsprechend wirklich funktioniert. Ich bin Tauchlehrer. Und wir haben immer wieder Bekanntschaften und Freunde da, die also dementsprechend da bei uns dann schnuppertauchen und sie dann entscheiden können, ob sie dann halt weitermachen mit dem Tauchen oder nicht. Wir haben also der untere Bereich, der ist so circa 2x2 Meter, der ist eben 6 Meter tief. Und dann haben wir nur eine Stufe mit 4 Meter gemacht, wo man eben auch noch verweilen kann beim Tauchen. Und circa ein Drittel vom Teich haben wir dann gemacht zum Stehen. Und einen Babybereich haben wir noch. Ah ja, genau, wir haben einen Babybereich gemacht mit vielen Steinen, wo dann meistens die Steine vom Seichbereich in den Tiefbereich fallen, wenn die Kinder da sind, von unseren Freunden. Wir haben einen Sohn, ja, der ist 25 Jahre alt, der tut auch tauchen, ist eigentlich recht gut im Freitauchen, und für den bieten sie ihm dann die 6 Meter ein bisschen zum Trainieren an. Also im Winter haben wir uns entschlossen, dass wir es machen. Im Mai haben wir dann schon zum Bauen angefangen, ja. Also die Planung haben wir selbst gemacht. Wir haben das schon aufgezeichnet gehabt, auch so mit den Tiefen, was wir also haben wollten. Nierenförmige, ja. Und 3 Wochen später haben wir dann eigentlich zum Bauen angefangen. Wir haben als erstes einmal die Humusschicht abgetragen, haben einmal einen Baggerfahrer organisiert von uns im Ort. Der hat dann einmal das Loch gekommen, das furchtbar riesengroße. Tag Nummer 1 war der Aushub, mehr oder weniger vom ganzen Teich. Ja, da sind wir schon unten gewesen auf die 6 Meter. Tag 2 haben wir dann eigentlich rundherum dann diese Begrenzungssteine, wo dann die Folie drüber geklappt wird, gesetzt. Tag 3, glaube ich, haben wir Tag 3 und 4 haben wir Folie verlegt. Fließ verlegt. Und Fließ verlegt. Das haben wir zusammen mit einem Folienverleger gemacht, haben wir mitgeholfen. Ja. Das war schon sehr beeindruckend, weil man hat eigentlich dann schon ein bisschen auch sag ich jetzt mal, ein wenig Angst dabei, dass da wer reinfällt, weil 6 Meter ist dann schon wirklich ein Riesenloch gewesen. Haben das auch mit Handicap, also wir haben dann wirklich auch mit Seilsysteme den Folienverleger dementsprechend gesichert, dass er halt da auf der Schrägen das verschweißen kann. Aber es hat eigentlich dann sehr gut alles funktioniert. Wir haben es von oben nach unten foliert, ja. Teilweise natürlich auch Folien hier oben schon vorgerichtet gehabt, die dann einrollen haben lassen. Ja, da haben wir schon mehrere
ja, Systemchen selber entwickeln müssen, dass so möglich gewesen ist. Wir haben zwei Tage dabei gehabt, wo wir natürlich auch sehr viele brave Helferchen gehabt haben. Ohne die war das gar nicht gegangen, weil es sind da in dem Bereich, wo wir jetzt da gerade sitzen, um die 140 Tonnen Schotter drinnen, Kies drinnen. Und da braucht man natürlich, sage ich mal, ein paar fleißige Helfer, die was da wirklich tagkräftig zwei Tage mit der Scheibtruhe da uns den Schotter verfahren haben. Und ohne dem war es nicht gegangen. Haben uns die Freunde gut ausgeholfen. Ja. Die natürlich dann die Freigabe gehabt haben, jederzeit zum Baden zu kommen, wenn sie Lust dazu haben. Wir haben am Montag angefangen zum Baggern und am Sonntag haben wir in Wasserschlauch gestartet und haben zum Füllen angefangen. Gefüllt haben wir dann ca. 14 Tage, immer wieder, also nicht auf einmal, sondern immer wieder. Während wir unten dann eigentlich schon gefüllt haben, haben wir hier oben noch die ganzen Arbeiten fertig gemacht, so wie die Säcke verlegt für die Randzonenbereiche als Begrenzung und noch die letzten Schweißarbeiten von der Folie im oberen Bereich fertig gemacht. Das hat man ja schon machen können, da war unten das Wasser schon rinnt. Ja, es war eigentlich also kein Aufwand. Also ich finde es auch nicht so einfach diese, du hast jeden Tag gesehen, was eigentlich für Fortschritt da gewesen ist. Da war es jetzt so, dass da das Loch rauskommt und es war jeden Tag, ist einfach schöner geworden. Schön geworden. Ja. Wir haben jeden Tag ein Stück mehr Freude gehabt, dass wir bald baden gehen können. Also die Freude war dann so groß, dass mein Sohn und ich, wie halt dann voll gewesen ist, bei ca. 12 Grad Wassertemperatur einmal durch den Teich durchgeschwommen sind, dass es einfach ja, so glas gewesen ist, dass es endlich fertig ist. Also wir haben eigentlich, sag ich es mal so, von den Randsteinen haben wir so Betonsteine genommen. Das ist handelsüblich in dem Sinn. Bei der Folie, durch das, dass wir ein bisschen aus der Branche sind, sind wir halt dann auf eine PVC-freie Folie gegangen. Ist ein bisschen ein umweltbewusster Gedanke dabei. Wir haben eine kleine LED-Beleuchtung drinnen. Hab da fünf Lampen dementsprechend unter Wasser drinnen, die was ich selber installiert habe. Kostenfaktor sind irgendwo, weiß nicht, so insgesamt 100 Euro gewesen sein, was mehr wie ausreichend ist jetzt für unsere Zwecke. Macht natürlich ein romantisches Abendgrün. Die Zeit schaltet gesteuert und wenn es finster wird, schaltet sie das ein und irgendwann dann kurz vor Mitternacht schaltet sie das wieder aus. Also man erkundigt sich natürlich oder sage ich mal, man lebt natürlich mit dem Teich mit. In dem Sinn und lernt auch daraus. Also sag ich jetzt einmal, gibt einfach eine ganz einfache Regel in dem Sinn ist, weniger Schmutz erzeugt weniger Schmutz. Ist ganz einfach so. Und da haben wir halt relativ wenig Pflanzen drinnen und wir haben natürliche Mikrobakterien drinnen, die sich einmal im Wasser bilden, in dem Sinn auch immer stabil dementsprechend auch da bleiben. Natürlich einmal absterben, dann wieder neu kommen, das merkt man ein bisschen an der Wasserqualität. Und die reinigen auch über den Schotterbereich in dem Sinn das ganze Wasser. Das ist ein Stück Lebensqualität, was wir durch das bekommen haben. Wir müssen sich nicht mehr ewig lang an den See anstellen am Wochenende und vorher stundenlang Parkplatz suchen, sondern wir liegen einfach von in der Früh bis am Abend, wenn wir lustig sind, am Teich oder gegen einen Schwimmer und haben unsere Ruhe und laden uns Leute ein, wann wir wollen und müssen nicht wie die Ölsardinen am See liegen. Also Wasserqualität, ja, übers Jahr gesehen, ich sage es jetzt einfach mal in Sichtweite von Meter, also 4 Meter Tiefe sehen wir immer. Der 6 Meter Bereich, das merkt man ganz einfach bei der Verschmutzung, dass sich da dementsprechend viel Schmutz unten ansammelt. Das ist wie eine Erde, muss man sich das vorstellen, also alles, was auf der Oberfläche drauf ist, sackt ab und das sammelt sich im 6 Meter Bereich unten relativ stark. Und da hat man so richtig Erdenmaterial unten in dem Sinn. Das muss man zweimal im Jahr wegsaugen. Also wenn man so unter Wasserpumpe in dem Sinn, mit dem saugen wir den weg in dem Sinn. Das ist ein Arbeitsaufwand zwischen 1 und 2 Stunden in etwa. Und unterm Jahr muss man sporadisch mal hergehen und die Folie seitlich mit einem Besen runterkehren. Aber da habe ich meinen Poolboy, der was das immer macht. Aber das ist eine Arbeit, die macht man, glaube ich, gern. Ja, aber das ist eine Viertelstunde. Ja, es gibt Tiere im Teich, Gott sei Dank, weil das ist auch das, was im Teich belebt, das, was es auch schön macht, wenn man anschaut. Wir haben übers Jahr immer wieder kleine Molche drinnen. Die schauen aus wie so kleine Eidechsen, wo man sich jedes Mal wieder freuen, wenn wir eine sehen. Wir haben Libellen da. Libellenlarven. Dann die Wasserläufer, Wasserkäfer. Eigentlich lauter Kleintiere, also so größere Sachen, was haben wir nicht drinnen. Wir haben auch ganz selten Frösche, für die sind wir glaube ich ein bisschen zu abgelegen von den Wäldern. Natürlich von der Oberfläche her haben wir immer wieder Besuch von Rehe, die zu uns halt saufen kommen.
die sieht man dann am Abend, die sind dann zugekommen, da können wir auch da sitzen, kommen da her und saufen da vom Teich raus. Natürlich auch die Vögel in dem Sinn, die kommen da zu uns baden und dementsprechend Wasser trinken. Nein, es tut sich eigentlich da eigentlich immer was. Wir haben eine Haussauna in dem Sinn und ich liebe es eigentlich nach der Sauna, dementsprechend auch kaltes Wasser zum Gehen. Ich werde das jetzt nicht bei 3-4 Grad machen, das ist nicht, aber sobald er jetzt irgendwo zwischen 8 und 10 Grad hat, schmeiße ich mich da schon rein in dem Sinne. Also mit wird er relativ früh benutzt und zum Schwimmen, eigentlich geht es nach Wassertemperaturen, nicht nach Jahreszeit. Also ab 18, 19 Grad wird er benutzt bei uns, also da macht es schon Spaß. Also wir haben keine Kosten für den Teich alleine. Also wo wir dann ein Problemchen jetzt einmal die letzten 2 Jahre gekriegt haben, war bei der natürlichen Nachfüllung, also viele gehen her und machen es über den Gartenschlauch. Wir haben uns dann was einfallen lassen und gesagt, okay, es muss nicht unbedingt sein. Wir haben uns dann über eine Dachfläche einen Zulauf gemacht, also einen kleinen Bachzulauf, in dem Sinn, wo wir auch ein paar Filter einbaut haben, dass der Schmutz ein wenig ausgefiltert wird, wenn einer mitkommen würde. Jeder hat ja immer die Panik, wenn viele, viele Leute da sind und wenn man natürlich ältere Kinder hat, dann kommt man natürlich öfters heim und es ist der ganze Garten voll und es sind viele Leute im Teich und dann denkt man sich, oh, um Gottes Willen, jetzt wird er dann wieder ausschauen. Und in Wahrheit ist es so, je mehr benutzt wird, umso sauberer ist er und es dauert einen Tag und dann ist er glasklar und unser Sohn wird sogar ab und zu angehalten, wieder die Leute zum Baden einzulassen, dass wir richtig drinnen, was los ist. Wer von euch nutzt denn den Teich am meisten? Ich hätte einmal gesagt, das ist die Nachbarin. Ich glaube auch. Weil die arbeitet nicht einen halben Tag und wenn die von der Arbeit heimkommt, ist glaube ich das Erste, was tut, dass sie in unseren Teich reinspringt. Ja, natürlich mit unserer Erlaubnis, ist klar. Eigentlich jeden Tag, wenn man von der Arbeit heimkommt und es ist ein schöner Tag oder auch ein wenig ein bewölkter Tag, freut man sich einfach da mal zum Durchschwimmen, zum Einspringen. Man kommt gleich weit frisch raus, hat manche Sachen sofort vergessen. Also das ist schon eine sehr große Lebensqualität, die wir dazu gekriegt haben. Ich glaube, ich würde es genau wieder so machen. Ja, ich würde es auch 1:1, wie wir gemacht haben, würde ihn dementsprechend wieder bauen. Also wir sind mit dem eigentlich voll zufrieden. Ich weiß halt jetzt nicht, was ich da mehr brauche oder weniger. Mir würde es nichts einfallen, was wir anders machen können.